So, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen vierten Vortrag im Begleitprogramm zur Ausstellung Rot im Film. Die Ausstellung geht den Wirkungen der Farbe Rot im Film nach und zeigt in 229 Filmausschnitten, wie diese besondere Farbe die Handlung im Spielfilm bestätigt, ergänzt oder aber auch noch einmal ganz anders erzählt. Was die Ausstellung aber nicht betrachtet, das sind die historischen, chemischen und technischen Besonderheiten von Filmfarbe. Ich freue mich daher sehr, heute Abend meine Kollegin Anke Mebold begrüßen zu dürfen. Anke Mebold ist seit vielen Jahren in unserem Filmarchiv tätig und dort als Filmrestauratorin ganz nah am Filmmaterial und auch an den Filmfarben. Sie arbeitet seit 2012 an Digitalisierungsprojekten bei uns im Haus und steht in diesem Zusammenhang oft genug vor der Frage nach dem originalen Erscheinungsbild historischer Filmfarben. Denen widmet sie auch ihren heutigen Vortrag. Herzlich willkommen. Einen schönen Abend. Ich freue mich, Sie hier im Kino begrüßen zu dürfen. Die Filme, die ich Ihnen zeige, die werden überwiegend nicht sehr viel Rot aufweisen. Nichtsdestotrotz haben alle ihre Rotsequenzen oder ihre Verwendung der Farbe Rot. Und sie machen deutlich, dass Rot als Reizfarbe meistens sehr vorsichtig auch eingesetzt wurde und gar nicht so massiv, wie vielleicht die Ausstellung suggeriert. Und wenn man über die historischen Farben im Film spricht, und ich spreche jetzt eigentlich nur bis 1930, so ist natürlich auch nochmal zu bedenken, dass das bis dahin eher noch nicht die Wiedergabe eines natürlichen Farbspektrums ist. Und auch das Wort natürlich muss man mit großer Vorsicht betrachten, weil Licht und Farbe wissenschaftlich hochkomplexe Thematiken sind. Wir Menschen eigentlich immer Farbe anhand unseres eigenen subjektiven Eindrucks mit dem Auge und dem Gehirn messen und wahrnehmen. Und natürlich die Aufzeichnung oder Wiedergabe von Farbe im Filmmedium oder in der Projektion ganz eigene Herausforderungen stellt. Historisch gesehen, die meisten der Filme sind Applied Color Filme, also applizierte Farbe, also schwarz-weiße Aufzeichnungen, die im Nachhinein mit Farbauftrag behandelt wurden. Da vorab, damit ich das dann nicht nochmal erklären muss, gibt es zwei Methoden überwiegend. Nämlich einerseits das Toning, wo wirklich das schwarz-weiße Bild umgewandelt wird in ein bunt-weißes Bild, also blau-weiß oder rot-weiß oder grün-weiß. Also die Bildinformation an und für sich wird eine farbige Information. Und umgekehrt gibt es praktisch Tinting, also dieses erste ist Toning, das zweite ist Tinting, nämlich wirklich Filmfärben wie Wäschefärben, also Farbauftrag durch Eintauchen in Bottich oder Auftragen mit Schwamm oder Pinsel, maschinelle Applikation oder Handapplikation. Wenn wir dann natürlich zur Handapplikation kommen, und es gab schon diverse Kollegen international, die hier auch natürlich viele Verfahren vorgestellt haben, dann gibt es noch die sehr selektiven Aufträge von Farbe, was man einerseits natürlich mit der Hand machen kann oder auch mit Schablonenkolorierung. Also, kommen wir mal zu dem Beispiel Nummer 1, was Sie sehen werden. Das ist ein Kompilationsfilm, in dem mehr oder weniger die Zusammenstellung alles Mögliche erlügt, was nicht wirklich realistisch möglich ist. Nämlich der Schnelldampfer Kaiser Wilhelm II fuhr weder von Hamburg ab, noch kann er bis zu den Niagarafällen fahren. Der Hudson River erlaubt das nicht. Dieser Titel wurde nach 1925 geschaffen, vermutlich von einem Inhaber verschiedener Filmmaterialien, der sich dachte, das macht jetzt eine schöne kreative Zusammenstellung, wenn ich meine drei Filmfragmente aneinander hänge. Üblicherweise waren Menschen, die Filme kompilierten, entweder Menschen, die im Distributionssektor arbeiten oder im Exhibition-Sektor, also Filmvorführung, Kinobesitzer, Kinopächter, Filmvorführer, oder sie waren Privatpersonen, also Sammler. Und in diesem Fall
gerade bei den Werken ist natürlich immer davon auszugehen, dass es eher eine weniger autorisierte Fassung dann der Werke oder Fragmente darstellt, sondern eigentlich ein kreatives Reuse-Konzept ist von Found-Footage oder Archival-Footage oder erkaufter Footage. Die Farbverwendung in diesem Film, die erste Sektion zeigt den Hamburger Hafen. Da ist es Nacht oder vielleicht früher Morgen, also blau. Dann kommen wir zu der Überfahrt, die wohl am Tag stattfinden soll. Da sehen wir den Übergang von blau zu Tageslicht, das schwarz-weiß blieb. Und jetzt sehen Sie den Übergang nochmal seitlich. Da sehen Sie jetzt meine Hilfe für die Identifikation dieses zweiten Teils des Films. Das ist nämlich vermutlich eine Charles Urban Trading Company Produktion, also eine englische Produktion. Und sie trägt den Stempel oder die Prägung London 1903 zusätzlich. Bisher ließ sich allerdings das Filmwerk nicht nachweisen in den vorhandenen Filmografien von Charles Urban. Und dann geht die Reise weiter. Hier sehen wir halt nochmal, dass definitiv auf dem Dampfer ist, Kaiser Wilhelm II. Im Verlauf der Reise sieht man einen Sonnenuntergang und eine Nacht mitten auf dem Atlantik. Und dann kommen wir in New York an. Das habe ich Ihnen, glaube ich, vorenthalten. Und nachdem wir in New York angekommen sind, und Sie werden sehr schöne Aufnahmen sehen, eben von New York, vom Wasser aus gesehen 1903, danach geht es halt dann weiter in Richtung Niagarafälle, also in Hudson River hoch. Und das geht jetzt mittels eines Pathé-Films, der auf Französisch genau so heißt. Ich möchte es eigentlich lieber nicht aussprechen, aber Excursion aux Chutes de Niagara. Vermutlich Léo Lefebvre, 1906. Und hier sieht man halt auch schon die Niagara-Fälle und die Reise sind ja wasserbasiert. Hier gibt es jetzt einen blauen Ton, nachdem wir mit einem dramatisch roten Pathé-Titel eingestiegen sind. Und den meisten, die frühe Filme gut kennen, ist ja bekannt, dass Pathé halt eigentlich immer die Farbe Rot als ihre emblematische Farbe gewählt hat. Normalerweise sieht man auch auf den Titeln von Filmen dann noch den roten Pathé-Hahn. Das Blau hingegen, da sehen Sie jetzt noch eine Verfärbung, eine Vergilbung, also der eisenblaue Ton des Filmbildes hat im Laufe der Alterung gewissermaßen rostige Nebenerscheinungen gezeugt, die gar attraktiv sind. Leider habe ich die wegrestauriert. Das heißt, Sie sehen den jetzt wieder in Blau-Weiß, wie man ihn ursprünglich gesehen hätte. Aber es ist durchaus auch reizvoll mit Zersetzung. Der nächste Film wäre dann Das Leben der Pflanze. Und der Dr. Med Hans Schulze ist der Täter verantwortlich für dieses Filmwerk. Und ich glaube, ich lüge jetzt, eigentlich kommt als nächstes Liebe im Tierreich, sorry, Wiederbelebung von Scheintoten kommt zuerst, dann Das Leben der Pflanze, dann Liebe im Tierreich. Herr Schulze hat relativ viele Filmwerke zusammengestellt oder, sage ich mal, besessen. Bisher konnten wir weder ihn noch seine vermeintliche Firma Wissenschaftlicher Film Dr. Med Hans Schulze wirklich verifizieren. Der Name kann natürlich auch ein Pseudonym sein. Glaubhaft ist, dass er Mediziner war. Er ist kein Major Player der Filmgeschichte, aber er ist ein bemerkenswerter Akteur in den Randbereichen der Filmindustrie. Vermutlich hat er keinen einzigen Film produziert, noch war er als Regisseur aktiv. Stattdessen war sein Bereich Distribution bzw. Exhibition von Filmen. Es lässt sich vermuten, dass die Mehrzahl seiner Filmwerke bzw. Filmmaterialien absolute Unikate sozusagen sind, nicht nur also deutschlandweit, weltweit. Vermutlich war er nur Inhaber dieser Kinokopien oder Zusammensteller, also Kompilateur von Found Footage im Fall von Leben der Pflanze und Liebe im Tierreich. Die Vorführungen waren wohl audiovisuelle Ereignisse, möglicherweise für Fachpublikum konzipiert. Und seine Spezialisierung war vermutlich auf die Begleitvorträge. Also er hat halt praktisch dann seine Theorien bebildert oder auch Werbung gemacht, wie im Fall von Wiederbelebung von Scheintoten.
die Person, die Sie da sehen, ist möglicherweise er selber, die Funktionsweise von und er erklärt die Funktionsweise von Rettungsapparatur. Seine Lieblingsthemen waren natürlich medizinisch, aber ein bisschen speziell und auch brisant. Gesundheit, Lebenserhaltung, Fortpflanzung, Sex und Liebe, auch diffizilere Aspekte wie Geschlechtskrankheiten und Potenzerneuerungsoperationen und dergleichen. In Wiederbelebung von Scheintoten verwendet er Rot ganz klassisch im Moment einer Feuersbrunst. Dann hier sehen Sie jetzt auch nochmal die Apparaturen, für die er mit diesem Film geworben hat oder deren Funktionsweise er erklären musste, wollte, sollte. Im Auftrag der Inhabat-Gesellschaft vielleicht eben auch. Produktionsfirma ist vermutlich die Edlo Film Hamburg, zumindest klebt deren Logo hinten am Film auch dran, nicht nur seines. Hier sehen Sie auch nochmal die spannende Frage, atmen wie und warum? Im Leben der Pflanze und der Film ist nicht unähnlich dem Thema Liebe im Tierreich, geht es um Fortpflanzung, die gewissermaßen sexuell, manchmal auch emotional dargestellt wird. Und er hat halt, wie Sie jetzt hier sehen, oben rechts sehen Sie Cinéma France, also das ist Parthé Cinéma France, das ist praktisch Material französischer Herkunft, hier im Schwarz-Weiß. Sektion des Films, hier ein bisschen blaue Tönung, Rosé-Tinting und eine Vergilbung. Diesen Film habe ich sozusagen farblich nicht restauriert, sondern belassen wie vorgefunden. Hier sehen Sie auch nochmal, dass da auch eingebaut ist im Agfa-Film, der nicht brennbar war, was relativ selten zu finden ist in den Archiven. Also Material von vor 24, was man anhand der flachen A's sieht und eben mit der Kennung Nonnenflammen. Hier jetzt nochmal Görz-Tenax-Randinformationen, also ganz wild zusammengesuchtes Material, auf das er entweder aufkopieren ließ, seine Zwischentitel, oder er hat die Zwischentitel auch geraubt aus möglicherweise einem UFA-Kulturfilmabteilung-Filmwerk. Hier nochmal eine rote Tinting-Sektion. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass es auch gewissermaßen ein chirurgischer, sehr Sektionsfilm ist. Man sieht einen roten Farbfleck, der möglicherweise auch Pflanzenblut sein könnte. Wenn Sie die Blüte sehen, werden Sie wissen, was ich meine. Bei Liebe im Tierreich, seinem dritten Werk, was Sie sehen werden, sieht man gleich, dass die schön gefärbten Sektionen eigentlich alle aus der Hand von Pathé stammen, mit Schablonenkolorierung, also rechts der Vogel im Schilf mit dem strohgelben Nest, relativ differenzierter Federzeichnung und Spiegelungen auf dem Wasser, die wirklich in der Schablonenkolorierung extrem naturalistisch wirklich wirken. Dann als nächstes kommt Kolko, die Geschichte eines Rübenprotests. Und hier ist auch meine Titelgebung Rot, aber tot angelehnt. Natürlich kommt das von lieber tot als rot. Das war ein antikommunistisches Sprichwort in Deutschland, wohl während des Zweiten Weltkriegs entstanden. Später während des Kalten Krieges international noch weiter verbreitet. Ein Appell an den Kampfgeist und Aufruf zum totalen Widerstand gegen die angeblich ungeheuerlichen Gefahren, die vom kommunistischen Ostblock damals ausgingen. Das Sprichwort ist hervorgegangen aus spätmittelalterlicher Tradition. Da gab es den Ausdruck heute rot, morgen tot, so als Memento Mori, also als Erinnerung daran, dass die roten Wangen blühenden Lebens schon morgen bleich und farblos sein können, was jetzt gewissermaßen natürlich diesen historischen Farbverfahren auch passiert, dass sie alle nicht mehr in Verwendung sind, alle digital nur dargestellt werden, mehr oder minder genau. Es ist gar nicht leicht, mit moderner Reproduktionstechnik wirklich den Farbton so zu treffen, wie wir denken, dass er gewesen sein muss, wie er gewirkt haben muss auf der Leinwand. Und dieser Film Kolko ist tatsächlich ein Sven Noldan-Zeichentrickfilm. Und eine
Rübenrevolution wird dort gezeigt, also die hungernden Rüben, deren Bauer sozusagen nicht fortschrittlich genug ist, sie mit Kalidünger zu düngen. Die ziehen kampfeslustig ins Feld, protestieren gegen ihre Mangelernährung. Und sie sind leider nicht vorausschauend oder emanzipiert genug, um zu berücksichtigen, dass höherer wirtschaftlicher Ertrag nur für den Bauern hilfreich ist. Also aufgrund besserer Ernährung mittels Kalidüngung werden sie natürlich trotzdem dem Untergang geweiht sein. Im Gegensatz zu den Chickens von Chicken Run, also aus dem Artman-Programm, den Sie gesehen haben, wo die Hühner wenigstens auf die Idee kamen, dass sie gar nicht dem Bauer wirklich dienen wollen. Farbverwendung ist hier relativ klassisch wiederum, also Nacht ist blau, der Tag ist schwarz-weiß und ganz am Ende wird es, also es gibt keinerlei Protestsegmente, die wirklich sozialistisch oder kommunistisch rot wären, leider. Aber am Ende sehen wir einen Scroll-Titel, der im Rot-Blau-Verfahren gestaltet wurde. Und da steht jetzt die Frage im Raum, ob die Fassung, die ich Ihnen wirklich präsentiere, die ist, die ich Ihnen präsentieren sollte. Wir haben im Archiv zwei Fassungen. Die, die Sie sehen, ist aus dem Vertrieb von Ariel Schimmel. Aber es gibt auch eine längere Schwarz-Weiß-Fassung, allerdings nur im Negativ erhalten. Und Negative sind ja praktisch bei historischen Filmen immer schwarz-weiß, während erst im Positiv die Farbauftragsarbeiten ausgeführt wurden. Und in diesem schwarz-weißen Negativmaterial sieht man am Ende noch einige Einstellungen zum Kalidünger, seiner chemischen Zusammensetzung und der Dosierung, die der Bauer anwenden muss. Und das könnte dann eben die Originalfassung sein, wie sie von dem Kali-Syndikat oder der BASF IG Farben beauftragt wurde. Allerdings ist die Ariel Schimmel-Vertriebsfassung die, die möglicherweise eben fürs normale Publikum viel geeigneter war als für das Fachpublikum Bauer, der Düngemittel auswählen muss. Und daher haben wir beschlossen, wir zeigen Ihnen diese, schon allein eben auch wegen diesem raren rot-blauen Farbverfahren. Leider, und das sehen Sie auf diesem Titel schon, ist... Und das ist archivhistorisch nicht nur unser Verbrechen, sondern ein internationales Verbrechen gewesen, dass die Nitro-Materialien, also die historischen Kinokopien, sowie auch die manchen Fällen die historischen Negative, alle auf brennbarer Nitrocellulose-Basis ehemals erstellt, aufgrund der Feuergefahr in umfangreichen Umkopierinitiativen zu Sicherheitsfilm, also Acetatfilm, umkopiert wurden, dann sich natürlich herausstellt, dass praktisch jedes Plastik dem Verfall unterliegt, man eigentlich bei guter Bewahrung lieber aufs Original achten sollte, anstatt umzukopieren. Und in diesem Fall ist es halt so, dass das Originalmaterial nicht mehr erhalten ist, wir also auch nicht mehr analytisch feststellen könnten, welches Rot-Blau-Verfahren kam hier zur Anwendung? Aber die Hypothese wäre, es ist das Sirius-Farbverfahren. Kommen wir kurz mal hier zu einigen Einstellungen. Also hier der Hungerprotest. Hier wird schon dem Bauern die Hölle heiß gemacht. Und es bleibt unklar, ob es ein Traum des Bauern ist oder wirklich die Realität. Und am Ende haben wir den rot-blauen Scroll-Titel, den Sie dann ganz in Ruhe lesen können. Kurz noch zum Sirius-Farbverfahren. Und zwar, das ist jetzt das erste Verfahren bei uns, was danach richtig strebt. Natürliche Farbeindrücke schon in der Kamera aufzuzeichnen, wenngleich eben mit Schwarz-Weiß-Filmmaterial, also Farbauszüge zu erstellen. Und das Sirius-Farbverfahren fängt um 1926/27 an, steht dann natürlich in krassem internationalen Wettstreit, unter anderem mit Technicolor. Der deutsche Farbfilmmarkt hat natürlich versucht, die amerikanischen Farbsysteme nicht nur zu emulieren, sondern eigentlich darüber hinausgehend Farbverfahren zu entwickeln, die wirklich überzeugender noch sein könnten.
Und als sie dann natürlich wie alle feststellten, dass das ziemlich schwierig ist, hat sich dann die Farbfilmproduktion herausgezögert. Wie Sie vielleicht wissen, bis Aquacolor Anfang der 40er Jahre eigentlich. Also 39 geht es erst richtig los mit deutschen Produktionen in größerem Rahmen, behaupte ich mal so pauschal. Sirius war also relativ früh, hatte den Nachteil, dass die Erfinder vermutlich nicht das richtige Backing hatten. Also es waren Hans und Ludwig Horst, Hans und Ludwig Horst waren die Erfinder, die haben einen holländischen Investor gefunden, die Sirius Kleuren Maatschappij, und leider konnten die eben nicht in Deutschland wirklich Fuß fassen, außer relativ kurzfristig in der Werbefilmbranche. Unter anderem wohl auch, weil im Endeffekt UFA mit dem UFA-Color-Verfahren dann die Marktdominanz gewonnen hat. Und UFA-Color ist eigentlich nichts anderes als das Agfa-Bipack-Verfahren. Es ist sehr ähnlich technisch gesehen dem Sirius-Verfahren, dass man praktisch in der Kamera zwei Farbauszüge aufzeichnet, für das Kino positiv Filmmaterial hernimmt, das auf beiden Seiten Emulsion trägt. Auf beide Seiten belichtet man Filmbild auf, nämlich auf die eine den einen Farbauszug, auf die andere den anderen, und dann färbt man die jeweiligen Bilder ein, eine Seite rot oder orange, die andere Seite blau oder grün. Und das gibt dann ein eingeschränktes, aber doch relativ realistisches Farbspektrum. Oben sehen Sie das Auto, das ist im Sirius-Verfahren eingeklebt. Jetzt in dem Filmmaterial ist dann nochmal eine Schablonenkolorierung, wohl um den Kontrast zu zeigen, wie viel effektiver so ein Zweifarben-Sirius-Verfahren ist, auch wenn aus heutiger Sicht die Schablonenkolorierung unten links und oben rechts auch sehr effektiv wirkt und naturalistisch. Hier sieht man nochmal Sirius auch mit Farbauftrag noch zusätzlich gelb, also nicht nur Rot-Blau-Auszug übereinander, sondern eben dann drei Farben. Hier nochmal auch der Nachweis, dass sowohl Agfa-Filmmaterial von Sirius benutzt wurde, als auch Gefert Belgien beidseitig beschichteten Rohfilm hergestellt hat. Und Sie sehen, es sieht schon ansatzweise vernünftig aus, aber durchaus problematisch. Hier ist nochmal eine Datierungshilfe, wieso wir glauben, dass unsere Rolle 1930 ist. Brigitte Borchert, die Sie aus Menschen am Sonntag kennen, möglicherweise, hat auch für Sirius Aufnahmen geschauspielert. Hier sehen Sie auch nochmal im Bundesarchiv etwas Sirius-Material. Da sehen Sie nochmal, dass es richtig auch grün, orange-rot gibt. Dann gibt es nochmal auch diese Gelbfärbung, um andere Effekte zu erzeugen. Wenn Sie googeln, finden Sie auch diese Mintjes und den Toffee immer noch in diesen Farben, in historischen Objekten. Hier nochmal eine Schokoladenwerbung, die ist klassisch blau-rot. Also Sirius konnte eine relativ große Bandbreite an Farbspektren darstellen, dadurch, dass sie die Farbchemie variiert haben, je nachdem, was sie erreichen wollten. Ist halt insofern kein feststehendes Farbverfahren, was man so ganz klar erkennen könnte. Das macht auch die Abgrenzung gegen UFA-Color extrem schwierig. Da arbeiten wir zusammen mit Berliner Kollegen daran, das praktisch mit Röntgenfluoreszenzanalytik zu versuchen, die Elemente zu bestimmen und zu sehen, ob wir die auseinander dividieren können. Aber noch sind wir nicht so weit. Das ist im Prinzip eigentlich alles, was ich Ihnen berichten wollte. Ich kann Ihnen gerade noch mal aus 29 eine Kritik vorlesen. Die Rezeption von Sirius war nicht immer ganz gnädig. Also ein Sirius-Film, Das Alte stürzt, wurde 1929 als Eröffnungsfilm der Reichsunfallverhütungswoche gezeigt. In den Kammerspielen der Sirius-Farbenfilm. Und der Film war eine gut gemeinte Instruktion für Rückständige. Familie sowieso sitzt in ihrer verschlampten, verstaubten, Nippes-Sachen umstandenen, Gardinen verhängten Behausung. Die Kinder spielen mit Gabel, Revolver und Streichholz, treten sich Splitter in die Zehe. Das Mädchen stürzt über das Loch im Teppich,
feuert mit Benzin an der Waschküche, sind einige Jahrhunderte spurlos vorübergegangen. In der Speisekammer versammeln sich die vereinigten Wohlgerüche von Edam bis Emmental und schließlich stürzt die ausgemergelte Mutter, nachdem sie ihre Haare mit Spiritus gewaschen, von der wackeligen Leiter, bricht sich das Bein. Bricht es sich noch einmal, weil die lieben Nächsten ratlos mit ihr umgehen. Ersatz muss heran. Fräulein Neuzeit kommt, bekehrt, lüftet, krempelt um, renoviert, schafft an, vom Staubsauger bis zum elektrischen Backofen. Und alles ist eitel Wonne. Und die Frage ist nur, wer schützt vor dem finanziellen Unfall, all diese schönen Dinge sich anschaffen zu können? Ein Farbenfilm. Aber die Kolorierexperimente stehen noch allzu sehr am Beginn einer möglichen Entwicklung. Alle Konturen werden verwischt und verwirrt. Im Übrigen konnte bei der Premiere der Film nur teilweise farbig gezeigt werden, weil infolge der Kälte Rohrbrüche der Wasserleitung und Heizung den Spezialraum der Kopieranstalt außer Funktion setzten.